So, willkommen, liebes Publikum. Wir machen weiter mit Herrn Pirmin Kalberer. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich erzähle kurz was über GeoPackage. Das ist ein Format, das nicht mehr ganz neu ist, aber doch erwähnenswert und wo ich auch gerne ein Update gebe, wie es dem so geht. Ich arbeite für die Firma SourcePol in der Schweiz. Wir machen Cookies, Entwicklung, Support, Maintenance und WebGIS-Entwicklung. Und ja, müssen auch Daten austauschen und mit Daten arbeiten. Von dem her betrifft uns das Thema selbst. GeoPackage ist ein OGC-Standard, wurde im 2014 publiziert, ist also schon ein paar Jahre alt. Und der Titel in der Spezifikation beschreibt recht gut, was es ist. Also ein Non-Proprietary Platform Independent Container für die Verteilung und den direkten Gebrauch von Geospatial Data. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es ist sowohl ein Austauschformat als auch ein Arbeitsformat. Das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Und es können sowohl Vektordaten wie auch Rasterdaten gespeichert werden. Und das Speicherformat, sage ich noch, ist ein SQLite-File-Datenbank. Geopackage.org hat eine eigene Webseite, da ist die Spezifikation drauf, sind Listen von Tools drauf und diverse Informationen. Wer Postgres kennt, kennt PostGIS, also wenn er hier ist. Und GeoPackage hat ein gleiches Verhältnis, ist die Spatial-Erweiterung für SQLite. Also SQLite ist eine filebasierte Datenbank, eine Embedded Datenbank. Und GeoPackage definiert, wie man Geometrien da drin speichert. Und dieses SQLite ist eigentlich ein File. Eine Spezialität ist, dass ich nicht direkt mit C-Funktionen als Programmierer darauf zugreifen kann, sondern es gibt ein SQL-API, das heißt, ich kann mit SQL-Funktionen direkt auf dieses File zugreifen, auf diese Daten. Also ich kann auch in der Kommandozeile schon Daten extrahieren, ohne dass ich zusätzliche Software brauche. Und hier geht es jetzt um die Spatial Data Types, die hinzugefügt werden und Raster, die man speichern kann. Und zwar gibt es Kacheln und Kachelpyramiden, die definiert sind in diesem GeoPackage-Standard. Die Geometrien, da gibt es Punkt, Multipunkt, Line, String, Multiline, String, Polygon, Multipolygon und zwar als XY, Z, M, also mit Z und mit M Dimensionen. Also man sieht schon mal, was fehlt vielleicht, also erste Aufschrei sind vielleicht die Kurven, die hier nicht drin sind, aber dazu gibt es noch Extensions, das heißt, es ist wirklich eigentlich Simple Features, wo man sich reduziert hat. Binär sind sie als WKB gespeichert, also ist eigentlich ein Blob, der dann in dieser File-Datenbank drin ist. Eine wichtige Einschränkung oder Vereinfachung, wie man es sagen will, ist, dass man nur eine Geometrie pro Tabelle speichern kann oder verwalten kann. Das ist eigentlich wirklich eine reine Spezifikationssache. Es gibt auch Software, die können mehrere speichern und mehrere verwalten. Aber vom Standard her ist vorgegeben, man arbeitet nur mit einer Geometrie und wenn man dann halt wirklich mit verschiedenen Geometriespalten arbeiten will, dann muss man vielleicht eine View machen oder irgendwas, wo man dann die andere Spalte sieht. Also es gibt schon Mittel, aber eben das ist jetzt eine Einschränkung, die mir immer noch wehtut eigentlich. Aber das ist jetzt halt so und das Argument war halt wirklich, dass es so einfach wie möglich ist. Es gibt Spatial Index, ein R-Tree und es gibt, wie gesagt, Raster-Tilesets, also PNG, JPEG. Implementation gibt es unterdessen sehr viele. Die wichtigste ist eigentlich quasi im Geobereich GDAL OGR, weil das ist die Bibliothek, wo dann alle drauf aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt Cookies sage, dann ist es eigentlich hauptsächlich der GDAL-Treiber, der hier benutzt wird, der die Sachen unterstützt. GeoTools, das ist dann die Java-Desktop-Welt oder Java-Welt, nein, nicht nur Desktop. Und GeoServer, die darauf aufbaut, verwendet diese Bibliotheken, also die unterstützen das. Dann FME hat eine GeoPackage-Unterstützung, ArcGIS
hat ArcGIS Pro, vielleicht stimmt so der Rest nicht mehr, als ich die Folie geschrieben habe, da ging nur Lesen, also das war schon noch eine Einschränkung, die wehtut. Dafür ganz neu ist jetzt gerade die Nachricht gekommen, dass Geomedia Geopackage unterstützt und sogar das als neues Default-Format propagiert. Map-Info hat es auch schon länger drin und viele mehr. Das ist auf dieser Geopackage.org-Seite sind die aufgelistet. In QGIS kann man, also mit jeder Version hat sich eigentlich der Geopackage-Support verbessert. Unterdessen gibt es nicht mehr viele Einschränkungen. Also ich kann es mit Drag and Drop ein Geopackage reinnehmen, ich kann es im Browser öffnen, ich kann es im File-Dialog öffnen und überall, wo vorher so Add New Shapefile Layer gibt es jetzt auch Add New Geopackage Layer und so. Mehr psychologisch ist es auch so, dass wirklich zuerst zu oberst kommt jetzt das Add New Geopackage Layer und dann kommen die anderen. Warst du das? Weiß auch nicht. Irgendwer hat das gemacht. Man kann editieren, natürlich speichern, laden. Jetzt ganz neu in QGIS 3 ist es auch das Zwischenformat in Processing. Wer das kennt, also diese Datenverarbeitungstools, die hatten bisher Shapefiles als Zwischenformat zwischen in der Verarbeitungskette, weil das quasi so der gemeinsame Nenner war, dass das alle verstehen. Und da gibt es natürlich einige Verluste, wenn man das macht. Und jetzt mit Geopackage kann man da die Situation verbessern. Es gibt weiterhin Limitierungen, aber die sind nicht unbedingt QGIS schuld. Bei SQLite ist es tatsächlich schwierig, zum Beispiel eine Spalte umzubenennen. SQLite gibt nicht den Alter Table Rename Column, das gibt es nicht bei SQLite. Es gibt Methoden, um das zu machen, aber es ist dann recht umständlich. Und darum sind das noch so Einschränkungen, die es gibt. Es gibt wahrscheinlich noch mehrere kleine Einschränkungen, aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich jetzt gerade aktuell zu wenig damit arbeite, um es gerade zu spüren. Ich habe jetzt einige rausnehmen können, die ich weiß, die hatte ich auf den alten Folien, die es nicht mehr gibt. Also die Situation hat sich jetzt wirklich stark verbessert und es gibt nur noch ganz wenige Ecken, wo man irgendwie an Grenzen stößt, wo man dann etwas vermisst. Oh, Views sollte das heißen, also man Views editieren, das habe ich gesehen, geht noch nicht. Aber gut, ist auch vielleicht nicht ein bisschen Spezialfall. Was ich noch nicht gesagt habe, Geopackage hat einen Extension-Mechanismus. Das heißt, es gibt diesen relativ einfachen Kern, das ist ein Standard Geopackage. Und wenn ich mehr da reinpacken will, darf ich das. Aber damit es weiterhin quasi ein Standard Geopackage ist, muss ich diese Extension registrieren. Also es gibt so eine Tabelle, da sage ich jetzt so, ich habe jetzt was Zusätzliches gemacht. Das ist die Extension und die kann ich dann auch spezifizieren. Ich verweise da dann mit Metadaten auf die Spezifikation und da steht drin, okay, ich habe noch ein paar Tabellen hinzugefügt und ja, was auch immer. Und da gibt es jetzt auch eine offizielle Seite dafür. Bisher war das alles ein bisschen verstreut, wo diese Extensions gesammelt werden auf geopackage.org. Ich habe hier ein paar herausgepickt. Gut, eine Extension ist sogar in der Core-Spezifikation drin, aber da schon als Extension markiert, nämlich die Kurven, Kreisbögen, die sind bereits spezifiziert, wie man die speichert und die Tools können das, also viele Tools können das auch, aber es ist dann bereits eine Extension. Aber ja, ist halt so. Und da gibt es noch andere Sachen, über Elevation Data gibt es eine Extension, dieses Feature Tiling, OWS-Kontext hat jemand eine Extension definiert und mein Werk ist noch dieses QGIS Map Styling, diese QGIS Map Styling Extension, die ich jetzt noch kurz vorstelle. Die Idee dahinter ist, wenn ich mit Geopackage kann ich gut Daten austauschen, aber ich will eigentlich auch gerade die Karten auch austauschen. Und häufig geht es halt so, ich gebe die Daten und die Kartenbeschreibungen in einer Form. Jetzt bei QGIS ist das QGIS-File plus vielleicht noch ein paar Bilder dazu, die es noch braucht, also eben SVGs und solche Sachen. Und wieso die nicht einfach direkt in diesem Spatialite im Geopackage speichern. Und das macht diese Extension.
Oder macht ein Plugin mit einer definierten Extension. Es schaut im Projekt, was brauche ich als noch für zusätzliche Ressourcen, also SVGs und so weiter, und speichert die im Geopackage in einer separaten Tabelle. Und auch halt, was wird im Printlayout noch verwendet, irgendwelche Logos als JPEGs, dann werden diese als so in eine Asset-Tabelle gespeichert. Und das ist ein QGIS-Plugin, das die Speicherung macht und auch wieder das Laden macht. Und das heißt, das ermöglicht mir, direkt die Karte einzubetten, also die Kartendarstellung einzubetten. Das ist die, also noch grafisch dargestellt, diese Implementation, die jetzt ein bisschen QGIS-zentriert ist. Das heißt, ich nehme QGIS, schreibe das ins Geopackage rein und kann es mit QGIS wieder lesen. Jetzt gibt es aber auch Interessenten, die wollen noch anderes reinschreiben oder haben das jetzt verallgemeinert. Das ist auch diese OWS-Context-Extension. Da geht es, das haben wir sogar jetzt im gleichen Plugin kombiniert, wo auch SLDs und OWS-Context im Geopackage gespeichert werden. Und das heißt, das können dann auch andere Applikationen, abgesehen von QGIS, lesen. Plus es hat eine Implementation im QGIS-Plugin, die diese SLDs und, importiert und die OWS-Informationen umsetzt für QGIS. Das ist bisher ein experimentelles Plugin, das war jetzt mehr so ein Proof of Concept, aber jetzt zumindest der QGIS-Teil, also den wir hier jetzt sehen, den werden wir jetzt nächstens wirklich fertig machen und produktionsreif machen, und dann wird es auch ein nicht mehr experimentelles Plugin sein, das heißt, es erscheint dann im normalen Plugin-Manager auf. Was habe ich noch? Ja, ich bin schon durch eigentlich. Jetzt habe ich zweimal überzogen, einmal bin ich zu schnell, das gleicht sich aus. Hier noch die Folie, was sind jetzt die Vorteile von Geopackage? Schon mehrfach erwähnt, ich kann Daten austauschen und direkt nutzen. Es ist ein einzelnes File, muss ich vielleicht jetzt kurz noch sagen, manchmal sind es auch mehr als eines Files, ich weiß nicht, wer schon mitgearbeitet hat, der sieht auf einmal so ein Journal-File. Das hat damit zu tun, wenn man vor allem Multi-User-Verarbeitung macht mit Geopackages oder mit SQLite, dann hat man Locking-Probleme, die dann recht wehtun können. Und wenn man das Journal, mit diesem Journal arbeitet, dann sind diese Probleme viel kleiner. Also dann kann ich da viel performanter größere Verarbeitungen machen und auch mehr User-Verarbeitung machen. Das ist dann für den Austausch ein bisschen weniger praktisch. Das heißt, ich muss dann das Journal entweder mitschicken oder schöner ist, mit einer Zeile SQL kann ich sagen, integriere jetzt dieses Journal ins Geopackage und dann habe ich nur noch ein SQLite-File und kann das austauschen. Es ist eben einfach genug, ein File, das heißt, ich kann es sowohl auf dem Server verwenden als auch auf dem Mobilgerät. Ich habe einen guten Extension-Mechanismus. Deshalb sage ich, und das mache ich jetzt hier, weiter sagen, Geopackage ist wirklich gut. Auch danach fragen, also wenn es Geodatenportale gibt, fragen, kann ich auch Geopackages haben, weil das ist wirklich ein super Format, das auch noch länger in Gebrauch sein wird. Also vor allem Open Data Umfeld muss man da immer noch ein bisschen nachfragen, aber es ist nicht, also es gibt auch diverse Open Data Portale, die das von sich aus gemacht haben. Bei den Advantages ist mir noch ein Disadvantage auch in den Sinn gekommen, bei den Einschränkungen, ein paar habe ich gesagt, also diese Multigeometrien. Wer jetzt von Spatialite herkommt, der vermisst auch noch einiges. Also eigentlich ist ein bisschen Spatialite der Vorläufer vom Geopackage, kann man sagen. Oder das war der erste, der hat, wie heißt der, Fourieri, der hat definiert, wie speichere ich Geometrien im SQLite, hat das ein Spatialite-Paket gemacht oder Spatialite-Software und viele Funktionen dazu gepackt. Also da hat es dann wirklich eine ganze Zeile von Verarbeitungsfunktionen und dessen sogar Routing-Funktionen und also sehr viel, sehr umfangreich, super Sache. Es sah dann sogar mal so aus, dass das zum Standard wird, aber die Standardisierung ist ja kompliziert, da kamen dann andere dazu, haben gesagt, ja, wir müssen aber ein bisschen anderes Binärformat haben und es muss noch ein bisschen anders sein als Spatialite.
Aber Spatialite unterstützt jetzt auch dieses Geopackage. Das heißt, wenn ich mit Spatialite arbeite, dann kann ich auch sagen, kreier mir aber ein Geopackage-kompatibles SQLite-Format. Und dann habe ich dann aber immer noch diese Spatialite-Zusatzfunktionen. Das heißt, man kann das auch ein Stück weit noch verheiraten. Aber grundsätzlich finde ich es sinnvoll, also beides hat seine Berechtigung. Geopackage ist ein minimaler, also ein Standard, der beschränkt ist auf ein gewisses Maß und halt die weiteren Funktionen mache ich halt im Desktop-GIS oder irgendwo anders, kann ich dazu bauen, aber sie sind nicht standardisiert, aber dafür sollen diese Kern sollen halt wirklich von allen unterstützt werden. Von dem her ist das eine gute Sache. Eben. Und dann, wenn man halt mit Extensions arbeitet, weiß man, man ist in einem Bereich, wo nicht mehr dann halt alle mitarbeiten können und das alle verstehen, was die Anwendung machen müssen. Sie müssen auch merken, okay, jetzt ist diese Extension drin und dann weiß ich einfach, jetzt muss ich aufpassen, bei diesen Tabellen darf ich jetzt nichts machen. Also er muss mindestens merken und die zusätzlichen Daten nicht zerstören. Aber heißt natürlich nicht, dass er sie dann auch verarbeiten kann. Gut, ja, das wäre meine Information zu Geopackage. Dann haben wir jetzt dafür ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Ja, wir eröffnen jetzt die Fragerunde. Danke, Herr Kalberer. So, Sie haben jetzt die Gelegenheit, unserem Gast aus der Schweiz Fragen zu stellen. Das nächste Mal müssen Sie in die Schweiz fahren. Wahrscheinlich, bitte. Ja, hallo. Ich habe eine Frage, über die ich immer stolpere, also auch bei der Idee, den Leuten das zu empfehlen, das hatte ich eigentlich immer schon vor, habe es aber bei QGIS 2.18 nicht gemacht, weil das Problem ja war, wenn ich editiere, ein Polygon durchschneide beim Geopackage, dann konnte man das nicht mehr speichern, weil der mit seinem eigenen Primärschlüssel durcheinander gekommen ist und man gesagt hat, abbrechen, dann ist ein Teil verschwunden. Ich habe gesehen, dass jetzt ist, im QGIS 3 ist das, glaube ich, behoben. Gibt es denn noch Ansinnen, weil ja die 2.18 noch als Langzeitversion ein bisschen weiterläuft, das doch nochmal zurückzuportieren oder ist das schwierig? Weißt du da irgendwas von zu diesem Problem? Ich kann die Frage weiterleiten. Also gut, Ruhe ist jetzt gar nicht hier, weißt du vielleicht. Also ich glaube nicht, dass es so schwierig wäre, aber es ist Arbeit. Diese Primärschlüsselproblematik beim Zerschneiden von Polygonen in 2.18 hat es noch. Die Frage ist, ob es zurückportiert wird. Ja, ja, eben. Bitte, ich das, Jürgen hat nicht aufgepasst. Bei 3 ist das Problem behoben. Die Frage ist jetzt, wird es auch in 2.18 zurückportiert? Da ist ja LTR. Ich glaube nicht. Da brauchen wir Funktionalität, um die Primärschlüssel zu erkennen. Und die ist halt nicht da in den Providern. Und deswegen ist der das Provider Problem. Oder, hat der oder zu groß. GDAL hat die Funktion, glaube ich, noch nicht. Ah. Darin die Primary Keys zu erkennen. Wenn es das täte, dann würde das jetzt schon funktionieren. Ja, also es ist ja auch, das ist ja auch zum Beispiel, wenn man eine Spatialite-Datei über den normalen OGR-Treiber ins QGIS reinlegt, ist das gleiche Problem. Wenn man den Spatialite-Treiber den eigentlichen nimmt, dann geht das gut, ne? Also dann, ja, also das heißt, das ist wahrscheinlich, muss man dann irgendwann auf 3 umsteigen, macht man ja irgendwann sowieso. Ja, genau, das ist sowieso eine gute Idee. Nochmal eine Frage, die mir da noch immer dann liegt, die Spatialite auf der einen Seite, Geopackage auf der anderen. Spatialite, hast du ja auch gesagt, bringt ganz viele Funktionen, auch Geoverarbeitungsfunktionen mit. Das ist ja beim Geopackage nicht so ausgeprägt, das soll sozusagen so schlank bleiben. Das heißt, wenn man mehr machen will, dann arbeitet man einfach weiter mit Spatialite. Das ist meine Antwort, ja. Weiß, ja. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für die Frage. Soweit ich sehe, sehe ich keine weiteren Meldungen oder übersehe ich was? Nein. Gut, danke, Herr Kalberer.